um eine Ratte bestellen zu können, und das hat mich früher auch in den Wahnsinn getrieben, muss man sich an den Tisch setzen. Man kann sie nicht vorne bei ihm einfach ordern, sondern man muss sich wirklich hier mit dem Tisch oder Speisekarte befassen. Sitz. Und wir können mal die Karte angucken. Ah, eine Speisekarte. Was man hier wohl serviert? Na, nimm sie mal. Mal sehen. Ratte mit Brötchen, Ratte in der Tüte, lebende Ratte am Spieß, Cordon Bleu aus betäubter Ratte, in Weißweinsoße zubereitet, mit Schalotten, Trüffel und kleinen Kartoffeln. Oh Mist, das gibt's nur an jedem zweiten Dienstag. Ach verdammt, ich dachte, wir könnten uns heute was Gutes gönnen. Na gut, dann bestellen wir mal. Dann sehen wir den Meister der Kochkunst und Hygiene auch mal direkt vor meiner Nase. Okay, die Dialogoptionen haben sich nicht geändert, das heißt, er würde immer noch dasselbe sagen, wenn ich jetzt darauf anspreche, denke ich mal. Also kommen wir direkt zum Knackpunkt. Bitte ein Mausburger. Mausburger! Na schön. Einen extra rohen Mausburger. Ja, Mausburger! Kommt sofort, der Herr. Ich glaube, ich hab's gerade irgendwo quieken gehört. Bitte sehr. Extra roh. Extra roh. Ja. Ein Mäuschen. Oh, ich werde es verhätscheln und Quieki oder so nennen. Quieki mit drei Ausrufezeichen hinter Mäuschen. Na gut, bevor wir uns jetzt der Tat widmen, würde ich sagen, gehen wir erstmal hier raus. Denn die Musik geht mir irgendwann auch mal auf die Nerven. Man könnte jetzt meinen, wir sind schon fertig mit der ganzen Kiste, aber mir ist auch gerade schon wieder eingefallen, dass uns noch ein Gegenstand fehlt, und zwar aus dem Forschungstrakt für hochenergetische Magie. Und wir machen nur einen kurzen Abstecher dorthin und danach werde ich mich dann für die nächste Materie mit den Personen dort genauer beschäftigen. Aber ihr könnt euch schon mal am Anblick weiden, eine Augenweide. Die drei Typen hier drin kann man als forschende Hippie-Zauberer betrachten. Wir reden später nochmal mit ihnen. Dauert aber nicht allzu lange, bis wir dazu kommen. Erstmal brauchen wir hier nämlich zweierlei Dinge zum Mitnehmen. Erstens hier unten im Regal diesen Blasebalg. Oh, eins von den Dingern, bei denen Luft rein und raus zischt. Wie ein politisches Manifest, nur nicht so anstrengend. Blasebalg, ja genau. Blasebalg, so heißt das Ding. Gib her. Und rein in die Truhe. Und das zweite Item, was noch besser versteckt ist, ist hier in dieser Maschine drin. Was hat es mit den kleinen schwarzen Dingen auf sich, die darin herumlaufen? Ja, diese Maschine gibt da nicht ganz so viele Infos drüber, da erfahren wir aber später noch mehr zu. Um es zusammenzufassen, das ist ein Computer. Aber wir brauchen aus diesem Computer etwas, und zwar dieses Reagenzglas, was da dran hängt. Mit ein wenig Gewalt. Ein Reagenzglas? Man kann nie wissen, es lässt sich bestimmt für etwas gebrauchen. Ja, wenn man das mitten aus der Maschine rausreißt. Hey Mann, jetzt ist das Ding kaputt! Die Ameisen sind weggelaufen! Du hast den Apparat entkäfert! Yay, jetzt ist der Apparat bugfrei! Haha! Das war doch super! Gut. Auf euch drei kommen wir gleich noch zurück. Erstmal gehen wir zurück zum Erzkanzler, denn jetzt haben wir alles für das Mäuseblut zusammen. Und ich finde die Musik hier einfach angenehmer. Gut, Truhe, komm her, wir müssen unserem dunklen Werk folgen. Schritt 1, man nehme die Zähne und benutze sie auf das Mäuschen. Rincewind, wie kannst du so eine süß dreinblickende Maus nur so beißen? Also schäm dich. Obwohl, jetzt sieht sie gar nicht mehr so süß aus. Eine untote Maus. Eine Maus, die sich in eine Fledermaus verwandelt, wenn man sie auf den Cursor hält, glaube ich. Warte mal, vielleicht sieht man es hier besser. Bitte, eine Fledermaus! Haha! Ja, wir haben eine untote Maus im Inventar. Wer hätte es gedacht?
Wir könnten das Blut jetzt hier mit den Zähnen. Ein Vampirgebiss. Es scheint erst vor kurzer Zeit benutzt worden zu sein. Ja, von wem wohl? Das solltest du noch wissen. Wir könnten das Vampirgebiss jetzt natürlich dem Erzkanzler geben, aber ich glaube nicht, dass er darauf anspricht. Ich habe es noch nie probiert. Mal gucken, was er dazu sagt. So kann ich es nicht verwenden. Ich brauche exakt 4 Kubikzentimeter Blut. Ja, ihr hört's. Also wir müssen das Ganze erst abfüllen und dafür haben wir das Reagenzglas. Doppelklick drauf und wir haben... ein Reagenzglas mit 4 Kubikzentimeter Mäuseblut. Was für ein Zufall. Die zweite Zutat für den Erzkanzler. Hier, man sollte meinen, dass eine Maus nicht so viel Blut enthält. Auf welche Weise hast du... schon gut, manche Dinge sollten besser unbekannt bleiben. Wahre Worte. Wahre Worte. Gut, dritte Zutat. Was bleibt denn noch übrig vom Ritus? Wir haben jetzt neben den Stöcken noch zur Wahl den Geruch, die Kerzen und den Glitzerstaub. Gut, wir brauchen dafür Ektoplasma für eine der Sachen, die wir ihr geben. Aber ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wofür das Ektoplasma. Naja, ich habe euch gesagt, dass wir zu den drei Typen zurückkehren werden, also machen wir das direkt. Ich weiß nicht, ob es jetzt direkt zu den Gegenständen gehört, die wir brauchen, aber wir haben ja einen Ort noch nicht besucht und wir müssen ja auch ein bisschen die Story vorantreiben. Zur Narrengilde geht es diesmal. Oder zu den Überresten, die wir im Intro in die Luft gejagt haben. War mal eine der fröhlicheren Gilden. Jetzt ist sie nur noch ein Trümmerhaufen. Dank deiner Schuld. Ah, schon, man sieht ja direkt schon mal ein Item zum Mitnehmen. Eine Tröte. Und oh mein Gott, ein Geist. Und nicht nur irgendein Geist. Wer das Spiel kennt, den ersten Teil, die Bücher, was auch immer, dieser Typ hier kam auch in Discworld 1 vor und er war genauso nervig, wie es hier ist. Es ist der Narr des Statthalters, also sein Belustigungsdiener. Meine alten Freunde, der Narr und Lachi. Narr und Lachi. Hallo. Bei den Göttern, dass ich euch beiden noch einmal begegnen muss. Lachi. Du bist doch tot. Du hast die Bühne des Lebens verlassen und dich in den Ruhestand zurückgezogen. Lachi möchte der Geist aller verblichenen Witze sein. Es ist großartig, tot zu sein. Sieh mal, wir haben sogar Blumen. Lachi. Jetzt hör mal. Klopf, klopf. Wer ist da? Cohen. Cohen wer? Cohen an der Tür. Lachi. Boah, war der schlecht. Ich glaube, Cohen ist ja sogar eine Anspielung auf Cohen den Barbaren, den es wirklich in den Discworld-Büchern gibt. Es ist aber weniger einer von den muskelbepackten Arnor-Typen, sondern mehr ein älterer Herr, der, ja, er ist noch ein Held, aber er ist bereits in die Jahre gekommen und das spiegelt sich an seiner Kampfleistung wieder. Wieso treibt ihr euch hier herum, während alle anderen in den Himmel oder zur Hölle unterwegs sind? Lach! Ich hänge hier fest! Du kannst nicht weg? Ich meine, du bist tot, aber nicht richtig im Jenseits? Du spukst hier herum? Tod ist noch nicht gekommen, um uns abzuholen. Er hat uns hier vergessen. Lachi ist an Stein und Mörtel des Gildenhauses gebunden. Kann nicht einmal dann weg, wenn man ihm ein Was-möchtest-du anbietet. Ein Was-möchtest-du? Ein kühles Bier und knusprig gebratene Keilerkeule. Besten Dank. Lachi. Du hast recht. Du bist wirklich der Geist verblichener Witze. Verdammt schlechter Witze trifft's auch. In seiner Situation haben wir ein wenig einen Ausnahmefall. Das Gildenhaus, was wir in die Luft gejagt haben, ist ja über ihm zusammengebrochen. Die anderen Leichen, die oder deren Seelen, die Tod nicht abgeholt hat, sind zu Untoten, nicht Zombies unbedingt, aber sind zu Untoten geworden, weil ihre Seelen danach in ihren Körper zurückgekehrt sind. In dem Fall hier für den Narren macht es keinen Sinn, denn wenn er jetzt mit seiner Seele in seinen ziemlich zermatschten Körper zurückkehren würde, wäre er ein ziemlich matschiger Zombie. Und ich glaube nicht, dass hier das jemand möchte. Oh nein, wenn wir schon jemanden aus dem ersten Spiel auftreten lassen müssen, warum dann nicht die nette Amazonin? Vielleicht gelingt es mir, die Spuksteine in eine Jauchegrube oder so zu werfen. Mal sehen, ob er dann noch lacht.
Wenigstens macht Winston hier direkt die Anspielung auf den ersten Teil. Ja, die Amazonen kann auch drin vor. Und tut mir leid, aber ich muss jetzt woanders hin. Ich glaube ihm sofort, dass ihm diese Gesellschaft lieber wäre. Aber wer es glaubt oder nicht, oder wer es wusste oder nicht, wir brauchen den Narren. Er hat einen Sinn. Einen ziemlich bescheuerten, muss ich sagen. Wir müssen ihn mitnehmen. Wie machen wir das? Nun, er hat selbst gesagt, er ist an... Nicht Blasche Blier, Ruhe. Er ist an die Überreste des Gildenhauses gebunden. Deswegen nehmen wir diesen Ziegelstein mit. Und wenn er Objekte jagen kann, oder Haunting auf Englisch, ich weiß das nochmal, bespuken, genau, wenn er Objekte bespuken kann, der Stein hier gehört zum Gildenhaus. Mal gucken, was er dazu sagt. Pass jetzt auf. Aufpassen, ja. Du bist also an Steine und Mörtel des Gildenhauses gebunden. Gildenhaus, ja. Gibt es irgendeinen Grund, warum du hier bleiben musst? Ich meine, wenn die Steine fortgebracht werden, so kannst du sie doch begleiten, oder? Du könntest auf einen der Steine springen und dann bringe ich dich zu interessanteren Orten. Interessant, ja. Hörst du mir überhaupt zu? Nein. Oh, lachi, 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 lachi. Kriech jetzt in den verdammten Stein. Oh, lachi, lachi, lachi. Ach, Nervtöter. Ich würde jetzt am liebsten sagen, Rincewind kann in diesem Teil seine Rache bekommen. Moment. Bespukter Ziegelstein, genau, das klingt auch schön. Ein Ziegelstein, bespukt von meinen alten Bekannten Lachi und dem Narren. Ja, es ist... naja. Ich würde jetzt am liebsten sagen, dass Rincewind in diesem Teil seine Rache nehmen kann an dem Narren, aber er hat im ersten Teil schon dafür gesorgt, dass er auf der Streckbank gelandet ist. Also führen wir die Rache einfach nur fort. Und wo wir gerade bei den Überresten der Narrengilde vorbeikommen, würde ich sagen, holen wir uns die nächste Zutat hier und erkunden gleichzeitig die Kanalisation unter Ankh-Morpork.